Herzlichen Glückwunsch. Der Echo ist in deinen Händen. Wie fühlt er sich denn an? Er fühlt sich hervorragend an. Das ist ein ganz schön schweres Teil, mit dem man im Notfall auch werfen kann. Aber hoffentlich nicht heute. Es gibt keinen Grund, oder? Es gab glücklicherweise bisher noch nie einen Grund und die machen sich nebeneinander wirklich sehr, sehr schön. Das ist jetzt, ich darf es kaum sagen, der 6. und ich fühle mich sehr geehrt und man muss sich in Bescheidenheit üben trotzdem. Ja. Absolut. Ich wollte gerade fragen, wo finden die denn alle Platz, wenn du so hast, so einen eigenen Echo? Preisraum oder wie muss ich mir das zu Hause vorstellen? Jetzt muss ich wahrscheinlich ganz ehrlich sein, die stehen irgendwie neben den teuersten Weinflaschen, die ich jemals geöffnet habe und da sehen sie ganz gut aus, ehrlich gesagt. Sehr schön. Heißt, wenn du heute Abend nach Hause gehst, wird dann auch noch eine Flasche Wein aufgemacht und begießt du diesen Preis? Was bedeutet er dir? Dieser Preis ist in Europa der wichtigste Musikpreis und der ist jedes Mal wieder besonders, weil man natürlich auch jedes Mal wieder musikalisch versucht, etwas zu machen, was nicht so ist wie vorher. Also ich denke mal, mit der Weiterentwicklung, die man hoffentlich vollzieht, ist dieser Preis dann immer auch wieder eine weitere Bestätigung, dass der Sauerstoff noch da ist und darüber freue ich mich sehr. Jetzt ist der Echo Jazz das zweite Mal in Hamburg. Letztes Jahr hast du die Ehre gehabt, das Ganze zu moderieren. Wir sind ein bisschen durch Deutschland gezogen. Bochum war dabei, Dresden war dabei. Würdest du sagen, jetzt ist er in der quasi Herzensstadt des Jazz angekommen oder siehst du den Jazz in Berlin oder wo siehst du so die Metropole des Jazz? Ich glaube, der Jazz ist ein wunderbares Exportprodukt, immer schon gewesen. Der Jazz ist auf der ganzen Welt zu Hause, egal wo ich spiele, in welchem Land. Ich merke, da sitzt eigentlich von der Struktur her immer ein Publikum, was gleich offen ist. Egal, ob das nun Asiaten oder Skandinavier sind. Und insofern halte ich es eigentlich für eine gute Idee, wenn der Jazz Echo in diesem Fall auch auf Dauer reist, wenngleich man sagen muss, dass Hamburg schon ein toller Gastgeber ist und zu Recht zum zweiten Mal hier ausgetragen wird. Jetzt haben wir ja eben, du hast es gerade selber angesprochen, diese Internationalität auch heute Abend hier vertreten. Letztes Jahr war Jamie Cullum da, dieses Jahr, wer ist für dich so das Highlight dieses Jahr oder ein Lieblings-Act, gibt es sowas? Als Trompeter muss ich da sehr parteiisch antworten, dass ich heute in einem Raum mit Duško Gojković sein kann, der auch das Lebenswerk überreicht bekommt, ist mir eine wahnsinnig große Ehre. Wenn Sie in Amerika Musiker, Jazzmusiker befragen, dann fällt dieser Name ziemlich häufig und das weiß hier in Deutschland eigentlich noch keiner. Duško Gojković hat für den Jazz und für mich als Jazz-Trompeter eine ganze Menge getan und deswegen herzlichen Glückwunsch an ihn. Ganz zum Schluss noch vielleicht ein kleiner Gruß an unsere Jazz-Freunde da draußen vom Echo von dir. An deine Fans. Liebe Jazz-Freunde, Jazz ist die schönste Nebensache, die man angezogen erleben kann, hat Miles Davis mal gesagt. Dem möchte ich mich ganz bescheiden anschließen. Diese Musik ist auch immer noch die freiheitlichste und die interessanteste und Jazz kann Gegenwart sein. Das sind nicht nur alte Säcke in Trackerwesten. Ja? Tschüss.